So, da wären wir wieder und die Karawane rückt beständig näher. Und ich glaube, wir haben jetzt noch eine Kiste zum Tauschen. Also schmeißen wir nochmal das Depot an. Jupp, eine Kiste mehr. Ja, wir müssen da echt um jede Kiste bangen, denn sonst haben wir fast gar nichts zum Tauschen. Also wir könnten natürlich ein, zwei von den Artefakten verkaufen, aber ich bin da immer so anhänglich, was sowas angeht. Die sperre ich lieber später in irgendeine Kammer ein und gucke sie mir alle Nase lang mal wieder an. So als nostalgischer Effekt. So, tauschen? Nee. Sind immer noch am Vorbereiten. Und in den Kommentaren stand, ich sollte auch demnächst mal ein Hospital einrichten. Was eine echt gute Idee ist. Wenn man bedenkt, dass wir jeden Moment angegriffen werden könnten. Apropos jeden Moment angegriffen werden. Ich aktiviere mal ganz kurz die Miliz. Und schicke die dahin. Nur für den Fall, dass mit der Karawane jetzt auch ein Goblin-Angriff gekommen ist. Und wie ihr sehen könnt, die haben jetzt alle Kriegersymbole. Also die beiden sind noch, oder die drei sind noch Armbrustschützen, weil deren Skill darin halt am höchsten sind. Er ist. Da haben wir, glaube ich, zwei Axtzwerge. Das Symbol ist für den Captain der Miliz. Und das da ist das Symbol für den Captain der Stadtgarde. Daran kann man sie schön auseinanderhalten. So, die sind da deponiert. Wenigstens vier der fünf Zwerge sind schon mal da. Und jetzt können wir auch in Ruhe Handel treiben. Ja, sehr schön. Kohle, Stahl, Stahl, Kohle, Kohle. Eisen, Eisen, Bronze, noch mehr Bronze, noch mehr Stahl. Oh, die haben richtig schöne Sachen dabei. Und wir haben fast nichts zum Tauschen. Das ist so übel. So, aber jetzt haben wir hier die ganzen Stoffkinkerlitzchen. Die sind ja wenigstens ein bisschen was wert. Die werden jetzt alle verhökert, damit wir an unser Reisen rankommen. Die Sachen wollen wir behalten, die können wieder alle weg. Und schon sind wir bei 4000. Wovon wir schon 1500 vertauscht haben. Und hier ist noch so viel anderes Zeug. Na okay, die Karawane bleibt eine ganze Weile da. Oh, Platinbarren. Aber ja, die Karawane bleibt eine ganze Weile da. Das heißt, wir können aber versuchen, so schnell wie möglich, so viel wie möglich noch herzustellen und dann nochmal zu tauschen. Das heißt, jetzt nehme ich echt nur das Nötigste mit. Das wäre dann Metall und Holz. Damit wir uns nicht mit den Elfen verscherzen, weil wir selber so viel abbauen. Essen, trinken können wir lassen. Und dann versuchen wir so in 10 Minuten noch mit denen zu handeln, um dann die ganzen anderen Sachen zu bekommen. So. Hundekäfige, 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 Hundekäfige. Alkohol brauchen wir nicht mehr. Wie viel haben wir jetzt schon plus? Ah, wir sind bei 2500 an Waren, die wir haben wollen, und Profit für ihn nur 1650. Das wird langsam eng. Ah, die haben sogar Rüstung dabei, die wir gebrauchen könnten. Hier, die Steel High Boots könnten wir gebrauchen. Beide. Bronze Mail Shirt wäre auch nicht schlecht. Ja. Wir brauchen definitiv mehr Leute, die Kinkelitzchen herstellen. Aber gut, hilft jetzt nichts. Ich gehe nochmal ganz kurz durch, ob hier irgendwo. Ah, da sind unsere Kisten voll mit Leder. Sehr schön. 3. Hatte ich irgendwie auch mehr erwartet. Aber gut, er hat nur noch 1200 Zwergendollar Profit. Probieren wir es mal. T. Oh, hat er genommen und er ist sehr glücklich mit dem Handel. So soll es sein. Das heißt, wir schicken jetzt Gerogon erstmal wieder weg. Er darf so lange mit dem Diplomaten reden. Und wir gucken mal, ob wir irgendwie unseren Output erhöhen können. Da haben wir es aber nichts zu tun. Rock. Crafts, Repeat. Unsere Masons machen die ganzen anderen Sachen. Ist okay. Warum sind die beiden nicht besetzt? Und auch er macht was. Oder auch nicht. Die laufen da alle nur dran vorbei. Ich gucke mal ganz kurz in den Dwarven Therapist, was denn unsere Lederer und Stoffleute so machen. Gar nichts. Haben nichts zu tun. Und machen trotzdem nichts.
Okay, das heißt, ihr dürftet bald daran gehen, den Job anzufangen. Trotzdem verbiete ich dir mal alles andere außer das Lederhandwerk. Also er schleppt jetzt keine Steine mehr, schleppt kein Holz mehr, gar nichts. Einfach nur noch Ledersachen machen. Und das gleiche mache ich bei dem Stoffzwerg. Weg, 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 weg. Commit Changes. So. Jetzt müssten die eigentlich gleich hier angerast kommen. Und rasen wieder nur vorbei. Ah. Wir haben 31 Arbeitslose, das geht echt gar nicht. Und kriegen trotzdem nichts zu Rande. Die Steinmetze zum Beispiel, was macht ihr die ganze Zeit? Ah, na endlich fängt mal einer an. So. Oh, ich guck grad, wir haben auch nur zwei Leute, die Steinmetze sind. Und die haben auch noch alle Hauler-Jobs. Also werden sie wahrscheinlich das ganze Zeug von und zurück von der Karawane hin und her schleppen. Das heißt, das nehme ich denen auch noch weg. Die machen jetzt auch nur noch ihren Hauptberuf. Keine niederen Dienste mehr. Dabei fällt mir gerade auf, wir haben jetzt schon lange keine vermissten Tiere mehr gehabt. Schon richtig lange. Hm. Und wir haben inzwischen 95. Aber gut, ich höre auf, mir das aufzuschreiben. Das wird sonst langsam echt albern. Mein Zettel ist schon voll mit plus 1, minus 2, plus 3 und so weiter. Und solange keine Zwerge sterben, ist alles okay. So, das war gerade die Nachricht, dass gleich die Forderungen von uns gestellt würden, was wir denn gerne für nächstes Jahr hätten. Was so ziemlich das gleiche ist wie dieses Jahr. Nämlich Leder. Und Holz und Holz und Holz. Das Tower Cap nehme ich nicht, weil das ist so gelblich gefärbt. Sieht doof aus. So, dann hätten wir gerne wieder Eisenbarren, aber nicht ganz so viel wie letztes Mal. Stahlbarren so viel wie möglich. Bronzebarren genauso. Und dann noch mehr Hunde. Und Kohle noch. Wo ist die Kohle? Da ist die Kohle. Charcoal und Coke. So, ich glaube, das war's. Also wir haben Leder, wir haben Metall, Holz. Und wir haben jetzt schon wahrscheinlich nicht genug Waren, um das Ganze später wieder zu kaufen. Also lassen wir es einfach mal so. Escape. Ah, unsere 20 Tische sind fertig. Sehr schön. Das heißt, wir können erstmal bei den Nobel-Leuten da setzen, weil die sind wichtiger. BT. Da und da und da. Und wir haben noch keinen einzigen Stuhl fertig. Schön, die Leute haben jetzt Tische, aber müssen davor stehen. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. So, BT. T. 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 Die sind auch gleich wieder alle. Aber dafür sieht unsere Dining Hall jetzt wenigstens ein bisschen belebter aus. So, und der letzte Tisch in die letzte Ecke. Sehr schön. Und ich wollte eigentlich noch nebenbei mal die Müll... Oh, 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 oh. Die wollen jetzt schon gehen. Das geht ja gar nicht. Wie viel Zeug haben wir inzwischen hergestellt? Eine Kiste. Also können wir echt knicken. Ne, komm, das lassen wir. Müssen halt bei der nächsten Karawane ein bisschen mehr tauschen. Schade, schade. Ich hätte echt noch gerne ein bisschen was von der Rüstung genommen. Aber gut. Schicken wir unser Militär wieder zurück. Also O für Cancel den Station-Befehl. Und T für Inaktiv. So, und dass sie auch immer ihre Waffen gleich da auf den Boden schmeißen müssen, finde ich ein bisschen irritierend. Also hier zum Beispiel. Da, eine Bronze-Battle-Axe wurde einfach so auf den Boden geschmissen, weil der Typ gerade nicht im Dienst ist. Das hätte er auch ruhig zur Waffenkammer bringen können. Aber ich glaube, das hängt ein bisschen mit den Charaktereigenschaften der Zwerge zusammen. Weil 4 von den 5 Zwergen, wie viele auch immer das sind, haben ihre Äxte mitgenommen. Nur der eine hat es liegen lassen. So, das ist jetzt, was wir gerne hätten für nächstes Jahr. Das ist okay. Escape.
Und gleich kommen die Forderungen von denen. Und dementsprechend sollten wir auch unsere Produktion umstellen. Weil wir dann wesentlich mehr bekommen für unsere Waren. Letztes Mal wollten sie ja Spielzeug haben, das Jahr davor Instrumente und so weiter. Hoffen wir mal, dass dieses Jahr irgendwas dabei ist, was wir auch wirklich herstellen können. Denn nur bei den Zwergen kriegen wir auch immer das, was wir wollen. Wir können jetzt nicht den Elfen sagen, wir hätten jetzt gerne die Ledersorte oder das Metall. Das geht bei dir nicht, das ist immer zufällig. So, sie hätten gerne Holzspielzeuge. Nee, das kriegen sie auf keinen Fall. Sie hätten gerne Musikinstrumente, das ist okay. Große Edelsteine, ungerne. Und Goblets, das sind Tassen. Da ist der Preis noch so im Mittelbereich, was aber auch okay wäre. Na gut, damit kann ich was anfangen. Gehen wir gleich mal an unsere Steinmetze weiter. Instrumente ist okay. Rockcraft ist weg. Dafür wieder Rock Instruments. So. Wir haben richtig viel Holz. Ich guck mal ganz kurz, wie viel Kohle wir haben. Wenn wir nicht genug Kohle haben, dann können wir einfach ein bisschen Holz zu Kohle verfeuern. Das war unter Bars. Da. Coke 8, Charcoal 11. Oh, ein bisschen was können wir da machen. Hier war unser Make Charcoal. Der hat den Befehl sogar noch. Warum macht den keiner? Habe ich da wieder irgendwas ausgestellt? Jupp, anscheinend schon. Nee, wir haben keinen Zwerg, der Furnace heißt. Ich dachte, wir hätten jemanden mit dem Job einfach nur Furnace. Aber habe mich wohl geirrt. Na gut, dann schalte ich das mal bei meinem Waffenschmied ein. Und bei meinem Rüstungsschmied. Die haben momentan ja eh nichts zu tun. So, dann wird das auch abgearbeitet. Und während die Karawane jetzt wegzieht, können wir endlich mal uns an die Müllpreise wagen. Das heißt, da oben haben wir den Gabelstamm designiert. Das ist okay. Das heißt, wir gehen jetzt in den Stockpile. Obwohl, noch ist die Karawane da, ist ein bisschen doof. Okay, wir gehen so mal durch, was wir denn unbedingt loswerden wollen. Was haben wir denn da? Bestimmt irgendwelche Betten zum Beispiel. Nee, das ist von sehr guter Qualität. Eine Jet-Statue einer Magma-Krabbe will ich auch behalten. Das ist irgendwie cool. So viel haben wir gar nicht, was wir loswerden wollen. Oh, ist ja auch gut. Aber ich will es wenigstens einmal testen. Also nehmen wir jetzt diesen Granitmechanismus und dumpen den mit D und warten ab. Ich hoffe einfach mal, dass ich nicht irgendwo anders noch einen Gabelstamm designiert habe. Und flupp, da ist gerade eben was runtergeschmissen worden und hier ist jetzt unser Mechanismus eine Etage tiefer. Das heißt, ich verbiete jetzt diese Tür mit L, das heißt keiner darf hier durch. Und sicherheitshalber auch nochmal O, dass da kein Haustier durch kann. So, und jetzt wird der Schalter gedrückt und wenn alles gut läuft, wird der Mechanismus gleich pulverisiert. Und wenn nicht, dann müssen wir die Brücke abreißen und nochmal neu bauen. Schwupp. Und das Ding wurde einfach in die Ecke geschoben. Oh, sehr langweilig. K. Ja, da ist unser Granitmechanismus. Drücken wir den Hebel nochmal. Vielleicht geht es ja jetzt kaputt. Und zack. Nö. Ah, na gut. Also, Hebel nochmal drücken. Dann, wenn die Brücke da wieder auftaucht, die Brücke abbauen, neu aufbauen. Und dann müsste es eigentlich klappen. So hätten wir übrigens auch unseren externen Müllhaufen umgehen können. Wir hätten einfach jedes Mal, wenn Haare oder Nervengewebe oder was weiß ich abfällt, hätten es einfach direkt hier reinschmeißen können und dann jedes Mal Hebel drücken und das wäre weg. Das ist nur halt noch extra Micromanagement, das ich nicht unbedingt brauche. So, du wirst jetzt abgebaut. X. Dazu müssen wir die Tür besser wieder aufmachen. Mit OL. Na gut, das können wir wieder im Hintergrund laufen lassen. Wie schaut es jetzt aus mit Stühlen? Ich hätte gerne Stühle. Ich sehe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, das reicht. Wieder zuerst zu den Nobles. Da. 1. 2. 3.
4 haben wir auch... die Tür natürlich nicht. Das ist ein Nachteil von dem Manager. Der macht die Sachen halt wirklich nach und nach. Ich hätte es gern, dass sie parallel produziert werden, weil wir haben ja auch eh mehrere Workshops, wo das gemacht werden könnte. Aber na gut. Das heißt, jetzt werden die Throne gebaut, danach die Türen und danach haben wir schon nichts mehr auf der Liste. Das kann doch nicht sein. Aber wir haben genug Fässer. Wir haben mehr als genug Bins. Was wir brauchen, ist echt einfach mehr Zeug zum Tauschen. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwo Platz machen für noch mehr Crafts, Dwarfs, Workshops. Das machen wir dann einfach mal nicht da oben, machen wir es aber mal hier. Das heißt, wir machen jetzt hier Löcher rein in die Stockpiles. Da und da. Da und da. Da und da und da und da. So, ganz viele. Und dann nehmen wir irgendwelche von unseren Haulern und geben sie in den Job. Baut so viele Kinkerlitzchen, wie ihr könnt. Die haben dann zwar keinen Skill, aber dann machen wir es halt mit Masse weg. Ist ja auch okay. So, Granit haben wir auch nur noch 58 Blöcke. Das ist gar nicht gut. Müssen wir gleich mal unsere Minen wieder ein bisschen ausbauen. So, auch Granit. Und nochmal Granit. So. Und im Therapist stelle ich jetzt mal einfach x-beliebige Hauler auf. Stonecraft, 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 Stonecraft. So, 6 Stück. Das muss dann erstmal reichen. Jetzt brauchen wir nur noch genug Stein. Wenn die Masons fertig wären mit ihren Tischen und Stühlen und was weiß ich, dann könnte ich das Granit hier wieder verbieten und das rote Gestein dafür brauchen. Aber das dauert wohl noch eine Weile. So, wo sind unsere Minen? Unsere Minen sind... hier. Jetzt dürfen sie doch mal wieder hier weiterarbeiten. Ich glaube, ich habe es jetzt schon 3-mal verboten und wieder erlaubt. Je nachdem, was ich gerade halt ausbuddeln wollte. So, da könnte noch lang und da und da und da auch. Und oben müssten wir theoretisch auch noch ein bisschen weiter ausbauen, weil hier unten kriegen wir auf jeden Fall nur Granit. Das haben wir inzwischen rausgefunden. Aber hier könnte noch irgendwas anderes sein. Das heißt, wir bauen jetzt hier noch diese Quergänge. Warum stehen die so komisch? Ach, von da. So. Da auch nochmal runter. Noch viel weiter nach da. Ah, geht nicht viel weiter. 1, 2, 3. Hehe, das war jetzt nicht so klug. So, nochmal. So. Irgendwas ist hier immer durcheinander, weil man halt an die Ränder der Karte kommt. Und dann wird halt dieser Zehnersprung einfach an irgendeiner ungeraden Stelle unterbrochen. So, wie schaut es hier aus? Ja, in die Richtung haben wir noch wesentlich mehr Platz. Wie viel? Ja, noch so 2, 3 Querverstrebungen. Und es ist ganz gut, dass wir nicht so weit oben sind. Sonst würden wir jetzt garantiert irgendwo auf die Untergrundhöhlen stoßen. Ich meine, so weit verbreitet, wie wir hier unsere Arme machen. Und das wäre ja nicht so schick. So, das soll jetzt aber auch erstmal reichen. Die Miner haben was zu tun. Und wir können erstmal unsere Pause machen. Also bis gleich.